Jo, hi, zurück zu Ghost Recon. Wir wollen mal, ich glaube ja, wir wollen mal mit der guten, mit Fox sprechen. Hängt hier irgendwo ab. Da hinten, wie können wir da rüber? Einfach rübergehen. Okay, nasse Füße. Fox, mein Freund. Fox, Matt sagt, sie wollen mir was zeigen. Chase! Oh, Fox, es tut so gut, dich zu sehen. So gut. Danke, dass Sie ihm vertraut haben. Er ist hier, aber ich muss mir noch ein Bild von ihm machen. Schulz sagt, Sie hätten was. Das ist richtig. Einer der Angestellten der Firma hat mir diese Aufnahmen seiner Smart Glasses geschickt. Das hätte nicht so laufen müssen. Ich habe genau den richtigen Fehler gemacht. Immer schön, wenn sich das mittlere Management selbst die Hände schmutzig macht. Oder? Rein in den Truck! Bewegung! Und hört auf mit dem Gejammer! Ich will nicht, dass meine Gäste heulen wie eine Jungfrau beim Abschlussball. Los jetzt! Glotz mich nicht so an, du Hurensohn! Ich bin ein einfacher Mann. Sie versprachen zu kooperieren. Und wie Sie nun sehen, kann ich gebrochene Versprechen nicht ertragen. Mein Gott, das ist Trey Stone. Er ist CEO von Sentinel, der privaten Sicherheitsfirma. Sie haben ihn eingestellt? Nicht dafür. Miles, mein Regierungskontakt, er hat ihn vorgeschlagen. Peter Miles? Das ist der CIA-Mann hinter Operation Greenstone. Er schickte uns her. Wollte das Arschloch etwa, dass wir versagen? Ich hasse solche Manager. Du warst immer anders, Jace. Wie tief steckt Miles drin? Es gab einen Bombenanschlag auf ein Labor beim Maunganui. Der Anschlag brachte mich dazu, tödliche Drohnen herzustellen. Miles übernahm die Finanzierung und wir schufen das Omega Security Programm. Und dann kam Walker als militärischer Berater zu uns. Und als sie es beenden wollten, haben die übernommen. Wir müssen alle Zivilisten von der Insel schaffen. Und ich brauche hier Verstärkung. Ich habe eine Idee, um das möglich zu machen. Ja! So kenne ich dich. Ich fand eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen. Ich arbeite an einem Exploit, einem Virus. Er könnte die Kontrolle über einen Drohnensektor übernehmen. Dann könnte ein Schiff die Insel verlassen. Ja, aber ich brauche Hilfe. Wenn das meinen Truppen erlaubt zu landen, helfe ich gern. Danke, Nomad. Wirklich. Ich richte mir einen Arbeitsplatz ein. Besuchen Sie mich und ich sage Ihnen, was ich brauche. Das fühlt sich toll an. Wie früher, als ich noch nicht dieser Schlappschwanz war. Wissen Sie, was ich meine? Mein Magen war übersäuert und ich wollte den ganzen Tag nur Fischtacos essen. Aber jetzt, ich meine, jetzt fühle ich mich klasse. Wir treten in ein paar Ärsche. Das ist super. Okay. Okay, dann lassen wir mit Scale sprechen. Wo ist denn der gute Scale? Da hinten. Oh, das ist Metz, oder? Metz hängt doch eigentlich da hinten immer rum. Nö, wenn er sich da so einen neuesten Arbeitsplatz eingerichtet hat.
Okay, Superhirn. Erzählen Sie mir von Ihrem Plan. Ich kann eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen ausnutzen, um die zu übernehmen, die einen Sektor der Insel überwachen. Aber dafür brauche ich meine Chefingenieurin. Wir müssen sicherstellen, dass die Hintertür in der Programmierung offen bleibt. Und wir brauchen eine fortschrittliche KI. Daran arbeiten wir gerade. Oh, Chefingenieurin. Neuer Einsatz, okay. Ah, erstmal noch mit ihm sprechen. Oh, Alter. Jede Menge neue Quests. Erzählen Sie von dieser KI. Um die Kontrolle über einen Sektor der Drohnen zu übernehmen, muss die KI das Steuerprogramm der Drohnen kapern. Die KI ist das Herzstück unseres Campus auf Darkwood Island. Der Campus überblickt den St. Patrick Lake. Wie ist die Präsenz von Sentinel auf dieser Insel? Übel. Viele Soldaten. Starke Überwachung. Okay. Also, wie komme ich an diese KI? Finden Sie Christina Cromwell. Als unsere leitende Computerwissenschaftlerin Grace Maddox sich widersetzte, hat Cromwell die KI-Abteilung übernommen. Maddox ist brillant. Aber Cromwell kennt die KI in- und auswendig. Wenn wir Glück haben, weiß sie, wie wir sie bekommen. Okay, nice. Sehr gut. Wir können natürlich auch mal eben gucken bei den Quests. Wo waren wir? B-b-b-b-b. Die gute Frau Cromwell. Ja, lass uns das mal machen. Kommen wir hier raus und können uns schon irgendwo hin beamen. Wo ist denn das? Cromwell. Boah. Ah, hier wahrscheinlich. No. Scale Campus, Region Cape North. Okay, Cape North wird dann das hier sein, oder? Da müssen wir rüber. Okay, wie kommen wir da hin? Rüberfahren. Ja, nice. Nein. Wir wollen den anderen. Oh. Man wird doch wohl irgendwie... Gut, dahin ist der Fahrer. Okay. Das ist ein Boot, komm. Wollen wir da eigentlich nur mal kurz an Land gehen? Ja, irgendwo da, ne? Einfach mal an Land. Okay.
Kokosnuss. Ich glaube. Ne, ich glaube, ich fliege noch nicht los. Wir müssen da drüben ja dieses. Ja, wie soll ich sagen? Da müssen wir die eine, seine Chefwissenschaftlerin hier finden, die uns hilft beim. Ja, wie soll ich mal von Scale. Oh, da kommt die erste Karre. Ich muss mal kurz mich irgendwo zumindest mal kurz verstecken. Ja, am besten dahinter kommen. Jo, und dann mal mit der Drohne los, weil. Müssen das erstmal noch erkunden, ne? Kannst du irgendwo hinhocken? Alter, was machen die denn da hinten? Okay, das ist natürlich nicht so nice. Komm, ich hock mich einfach da hinter diesen Stein. Will schon niemand sehen. Hier irgendwo hier. Komm, setz dich mal hin. Und dann fliegen wir mal los. Okay. Nice, Tennisplätze. Mhm. Ah, da steht schon der erste. Da ist noch einer, okay. Da müssen wir rein, okay. Mhm. Gar nicht so viel los, ne? Okay, da ist noch eine Wache. Ist das ein Geschütz? Was ist das? Robotische Einheit? Okay, ein paar Wachen laufen hier rum. Die Dächer sind voll, naja. Ah, Hubschrauber, sehr gut. Gar nicht bewacht. Mhm. Ah. Das ist, die Dächer alle voll sind, die sind durch Ätzen, ne? Bleibt die Frage, wie man da raufkommt. Wow, doch ganz schön voll. Also, da sitzt er, da hinten ist eine Leiter. Da ist noch eine Leiter. Und man kommt hier von hinten nicht rauf, oder? Ja, das ist alles zu. Das heißt, man kommt nur bei ihm hier quasi rein. Der steht auch ganz alleine, ne? Komme ich hier schon rauf? Ja, man könnte hier ran. Ne, kann man nicht. Glaube ich nicht. Ja, probieren wir es mal. So, rein theoretisch. Die gehen da hinten lang, er fährt weiter.
Könnte man versuchen, den wegzusnipern. Da hinten kann man rein theoretisch rein, oder was soll das heißen? Natürlich irgendwie cool, wenn das gehen würde. Natürlich nicht, ne? Da ist nur ein Fenster. Darauf kann man auch nicht. Wäre schön gewesen. Achso, Moment mal, wenn ich hier laufen kann. Kann ich hier rüber. Runter, Mann. Und wir müssen den Vogel mit reinnehmen. Schon. So, jetzt muss es ja hier irgendwo raufgehen. Und man kann die Crazy Leiter benutzen. Naja, hier nicht. Shit. Oh. Hallo Scantec. Bitte heißen Sie die Sicherheitskräfte der Sentinel Corporation auf Aurora willkommen. Hier bei Scantec. Genießt die Sicherheit unserer Angestellten und ihrer Familien. Ah, hier geht nochmal Trapper rauf. Okay. Ist denn da hinten noch einer? Nee, ne? Oh, wow. Nice Ammo.
kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich die da hinten irgendwie treffe, oder? Sauber. Okay, die zwei da. Übel. Zivilist. Okay, zwei Snipes noch. Oh Mann, hier rennen ganz schön viele Typen gepanzert rum. Okay. Ich denke, dann gehen wir nochmal da hinten zurück. Gucken wir, dass wir ein paar Leute, die einzeln rumlaufen, wegballern. Lieber hier hinter, ne? Schon ziemlich voll. Okay, er steht da rum. Steht auch noch einer vor. Schon relativ viele Leute. Eine Leiche entdeckt, oder? Ja. Okay, ist nicht gut.
So, da hinten stand einer vor der Tür. Macht euch bereit. Feindliche Einheiten sind hier. Verstanden. Wir sind bereit und warten auf Befehle. Kann man überhaupt nicht sehen, das ist shit. Das ist shitty. Die gepanzerten Typen sind halt shit, ne? Verstärkung, was soll das denn? Denen ist auf jeden Fall klar, dass ich auf dem Dach bin. Das ist nicht gut. Da hinten läuft einer rum, oder? Sah so aus. Okay, was ist das da? Der ist unten irgendwo. Oh shit, das ist doch bestimmt bitte keine Drohne da. Doch. Okay, das ist nicht gut.
kurz unter das Dach gehen. Okay. Ah, Scheiße. Okay, das ist schon mal gut. Okay, die ist schon mal down, das ist gut. Ich aber auch bald. Okay, wo ist denn der blöde Hubschrauber? Alter. Okay, sehen tun die nicht. Ah, blöd sind sie nicht. Okay, das ist schon mal nicht so gut. Ich dachte, die wären dumm. Hier ist noch keiner oben, ne? Sieht man schlecht. Was ist denn das für ein Geschütz da hinten eigentlich? Treffe ich von hier nicht. Okay, ist reingerannt. Ich weiß nicht, ob die raufkommen. So, den Drohnenpiloten müssen wir mal wegkriegen, ne? Der nervt. Wow, 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 wow. Okay. Okay, das ist gut.
Geht überhaupt nicht kaputt, ne? Ah, da läuft einer. Alter, schieß doch mal. Dann ins Blech. Ah, nice, echt. So wird das nix. Wie kriegt man das Viech hier kaputt? Das nervt auch. So, die zwei hier noch. Das nervt, das Ding. So, der rennt jetzt hinter mir her, verstehe ich auch. Ist das alles, was wir von hier oben sehen können? Wow. So, was spricht dagegen, jetzt runter zu gehen? Gar nichts. So, ein bisschen blöd, die Jungs. Okay, cool.
So, ich meine, es drüben auf dem Dach da auch noch Typen sitzen. Bleibt die Frage, wie man darauf kommt. Oh, nicht gut. Wer hat mich jetzt da gesehen? Kann ich nicht beantworten. Lass mal weiterlaufen. Bunker. Steht der drin oder draußen? Irgendwo drin. Mhm. Ich erkenne gar nichts. Also. Hier beim Hubschrauber steht niemand, ne? Nö. Hier drin. Kann natürlich sein, Zivilist. So, der Funker ist da irgendwo drin. Ja. So, hier auf dem Dach keiner mehr, aber er hier noch. Ja. Nur der eine. Ah, den habe ich schon getroffen. Ist die Frage, wie man den wegkriegt. Hier, Leiter. Okay, aber erstmal der Funker, ne? Da ist noch eine Leiter, okay. Das heißt, wir gucken mal, dass wir den Funker da wegkriegen. Darf mich der Typ aber nicht sehen. Also. So, hier gibt es irgendwie Infos. Gib mal. Bitte verschwinden Sie jetzt. Ja, mache ich gleich. Der Funker ist halt wirklich da drinnen, ne? Wow. Okay, holen wir sie uns.
Wow, raus hier. Na, doch noch ein paar mehr. Das ist Shit hier. Nervensägen. Irgendwo muss ein Nest sein. Wo sind die? Okay, der eine Typ hängt da irgendwo noch ab, ne? Da in der Ecke. Wie viele sind denn das? Waren sie das jetzt endlich? Echt noch viele, ne? Na komm. Das muss man einfach auf dem PC spielen, ey, sonst geht das gar nicht. Oh. Schon ganz schön zusammengeflickt. Oh,
So, Leiter. Jo. Okay. Das hatte ich noch nicht gesehen. Okay. Ist natürlich wegballern. So, ich habe aber keine Idee, was jetzt hier noch sein soll. Wer jetzt hier noch irgendwie rumflattert. Okay, wir wollen also da drüben rein. Das sollten wir vielleicht dann jetzt auch machen, oder? Über die Mitte. Let's go. Okay. Okay, und raus, ne? Raus und runter. Ne, müssen wir die Treppe wieder runtergehen, ja. So, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen mehr Freiraum und können hier einfach rüberlaufen, oder? Da hinten flitzt einer lang. Oh, kurz mal Deckung. Kontakt! Okay. Ach Leute, ey, das kann nicht sein. Und wo kommen die Vögelchen denn? Verschwunden? Ja. Okay, die ist da oben drin irgendwo, ne? Da
Das ist alles zivil, oder? Geht's weiter rauf. Gesichert. Hat. Okay, da gibt's noch irgendein Dokument. Schon wieder. Was ist denn hier los? Verzeihung, tut mir leid. Also, ich bin Wissenschaftler. Seit Stunden analysiere ich schon die Testergebnisse. Wir kommen nicht weiter. Was soll das denn werden? Abstrakte Kunst? Nein, ich vermute aber so langsam, dass uns Skelt Security die falsche Farbe geschickt hat. Diese Drohnen verhalten sich fehlerhaft. Sie verirren sich, knallen gegen Wände. Ich habe ein Dutzend in der letzten Stunde verloren. Das ist ungünstig. Was soll die Farbe denn eigentlich machen? Naja, also das schon mal nicht. Es ist Farbe, also soll sie vor allem hübsch aussehen. Und auch als eine Art Auslösesignal für die Drohnen fungieren. Offensichtlich hat da jemand Mist gebaut. Wenn sie so ein Chaos verursacht, sehe ich mir das mal an. Sie sagten, Sie hätten die Lieferung vom Forschungszentrum von Skell Security? Ja, ich frage mich, ob diese Drohnen immer noch Prototypen sind. Man weiß es nicht. Okay. Ich hätte another Einsatz, aber wir wollen ja erstmal mit Madame reden. So, jetzt mal eben gucken. Da oben gibt es noch eine nice Kiste. Sehr gut. Okay. So, dann gibt es irgendwo noch eine andere Kiste. Ein Stockwerk höher. Da müssen wir eh hin. Jo, wo soll die sein? Draußen oder was? Ne, da drüben. So, da ist Mom. Dr. Christina Cromwell? Mein Name ist Nomad. Ich war in einem der Helikopter, die über Aurora abgestürzt sind. Ich arbeite mit Jay Skell. Das heißt, er lebt? Wow. Ich meine, Ayanna Puris Verlautbarungen sind gruselig. Wie geht es ihm? Naja, wir arbeiten daran, Zivilisten sicher von Aurora wegzuschaffen. Aber wir brauchen ihre Hilfe. Aber diese Insel. Der Ex-Polizist, der für Sentinel arbeitet, Ian Blake. Er hat die Insel stärker abgesperrt als, naja, die Überwachungsdrohnen, die uns beschützen sollten. Die halten uns jetzt gefangen. Wie ironisch, naja. Es gibt okay, einen komm. Großen Unterschied zwischen Überwachung aus Sicherheitsgründen und einer totalitären Rundumüberwachung. Ja, ja. Da kann ich nicht widersprechen. Sehen Sie, Jace glaubt, er könnte genug Drohnen ausschalten, dass wir ein paar Leute von Aurora wegbringen und Hilfe holen können. Und er will die KI. Bingo. Korrekt. Das Sicherheitsteam hat vor einigen Monaten eine Systembeurteilung durchgeführt. Wenn Sie den Bericht finden, hätte ich eine Anleitung, wie ich die KI hacken kann.
Sind die Schwachstellen nicht längst beseitigt? Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist der modernste Ort der Welt, aber die Mühlen der Bürokratie mahlen so langsam wie überall sonst. Versuchen Sie es in der Archimedes-Halle, dem Datenzentrum. Dort sollten Sie den Bericht finden. Ist aber nett. Yet another Auftrag. Archimedes-Halle, wo ist denn die bitte? Ist die hier irgendwo? Ist das hier auf dem Campus? Das wäre nice. Okay, wir gehen einfach runter und raus, oder? Das ist dann wohl am einfachsten. Es sei denn, hier auf dem Level sind noch Dokumente. Nö. Ups. Ich hoffe, dass jetzt nicht die große Verstärkung anrückt. Hat schon Sinn gemacht, hier alles wegzuballern. Hey, haben Sie keine Angst. Wissen Sie, wo ich diesen Waffenaufsatz finden kann? Das, wonach Sie suchen, klar, finden Sie gleich hier. Sehr freundlich. Bis später. Danke. Dann. Habe ich überhaupt nicht gerafft, dass hier noch Typen sind. Kontakt! Kontakt! Ich habe hier Feinde! Hab von diesem Trupp gehört. Wir haben Skell gefunden und befreit. Kill sie! War er nur der Einzige, oder was? Aha, hier muss ich rein. In Bewegung!
verloren. Jagd sie! Gerät! Wo sind sie hin? Ist er rausgegangen oder was? Weg! Also. Ich muss hier weg! Oh, was hast du gemacht? Junge. Überraschung, Arschloch. Du gibst mir jetzt das PC-Passwort und dir bleiben Schmerzen erspart. Okay. Tja, gibt's eine Treppe? Tja, machen wir zu ihr hin oder was? Zurück oder wie? Wird, wo wollen wir denn hier rein? Da oben rauf, ne? Wollen wir hier nochmal quatschen oder was? Thank you.
Dass sie ganz oben wohnt, meine Güte. Oh, ja, ganz oben. So, da sind wir. Sieht aus, als wäre ein früherer Hackversuch vom Sicherheitsnetzwerk gestoppt worden. Die Cybersecurity war und ist nicht mein Ding, aber ich meine ja, wir sollten in der Lage sein, das Netzwerk auszuschalten. Heißt das, wir müssen mehr Computer hacken? Für mich ja. Für Sie heißt es mehr schießen und Sachen in die Luft jagen. Das ist okay für mich. Okay, theoretisch könnte ich die KI runterladen, wenn sie einen Dongle in das System im Kommunikationszentrum stecken. Aber ich meine, er ist nicht dumm. Blake nutzt unser Sicherheitsnetzwerk. Können wir das Netzwerk abschalten? Wir brauchen nur genug Zeit für den Upload. Ja, schon. Wenn wir die Gipfelantenne ausschalten, würde das Netzwerk auf Darkwood Island verlangsamt. Das verschafft ihnen Zeit. Ha, aber die Kabel, die sind in dieser Höhle an der Küste. Wenn Sie die kappen, könnte ich die KI runterladen. Warten Sie hier. Ich erledige das. Wow, Sie sind echt selbstbewusst. Wir treffen uns an dem markierten Ort auf Ihrer Karte. Viel Glück. Tja. Alles klar, ich würde mal sagen, das sollte reichen für diese Geschichte. Oder für die Session hier, meine ich. Mehr dann beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Stromausfall machen wir beim nächsten Mal. Ciao.